Du hast ja Adleraugen, ein weit verbreitetes Lob für Menschen, die einen scharfen Sehsinn haben und selbst kleinste Dinge in größerer Entfernung sehen können. Woher kommt dieser Ausspruch und was ist dran am überragenden Sehsinn der Greifvögel? Diese Frage und was man in der Technik mit diesem Wissen alles machen kann, erfährst du in diesem Video. Das Adlerauge gehört zu den leistungsfähigsten im Tierreich, mit einer Sehkraft, die schätzungsweise 4 bis 8 Mal stärker ist als die des durchschnittlichen Menschen. Obwohl ein Adler mit durchschnittlich 4,5 Kilogramm Körpermasse recht leicht ist, sind seine Augen so groß wie die eines Menschen. Im Vergleich zum Auge eines Menschen ist die Form der Rückseite des Adlerauges jedoch flacher. Es wird angegeben, dass ihre Augen größer sind als ihr Gehirn, gemessen am Gewicht. Neben Adlern haben auch Vögel wie Habichte, Falken und Eulen, die auch als Raubvögel bekannt sind, ein außerordentliches Sehvermögen, das es ihnen ermöglicht, ihre Beute leicht zu erfassen. Raptoren sind auch als Raubvögel bekannt und werden nach ihrem Jagdstil auf Beute kategorisiert. Das heißt, sie nutzen ihre scharfen Sinne, um Beute zu lokalisieren und zu schlagen. Ein Adler soll in der Lage sein, ein Kaninchen in 3,2 Kilometern Entfernung zu erspähen. Während der Adler vom Himmel herabsteigt und seine Beute angreift, passen die Muskeln in den Augen kontinuierlich die Krümmung des Augapfels an, um den scharfen Fokus und die genaue Wahrnehmung während des gesamten Anflugs und Angriffs beizubehalten. Auch der Kopf des Tieres zeigt, auch bei außerordentlich starkem Wind und Flugbewegungen, extrem hohe Stabilität. Aus technischer Sicht ist das Auge eines Raubvogels sicher sehr faszinierend. Auch wenn neuere Literatur dem Adler ein überragendes Auge im Vergleich zum Menschen bescheinigt, so konnte die Magnitude der Auflösung des Sehsinns gegenüber des Menschen zumindest nicht immer bestätigt werden. Aber Auflösung allein ist nicht alles. Zu einer guten Erkennungsleistung gehören hohe Stabilität der Aufnahme und eine geeignete Verarbeitung der Bilder, um wichtige Details sichtbar zu machen. Der Mensch macht sich diese Strategie technisch zunutze. Sogenannte Gimbals erlauben eine Montierung von Kameras, die es dem Filmenden erlauben, diese außerordentlich ruhig zu halten, unabhängig von seiner eigenen Bewegung. Solche Gimbals sind auch an den Kameras von Flugdrohnen montiert. Ansonsten würde die Vibration der Rotorblätter und der Wind ein sehr verwackeltes Bild liefern. Aber wie kann es nun sein, dass ein Turmfalke eine kleine Maus aus großer Höhe erkennen kann? Vermutlich gelingt ihm dies durch die hohe Stabilität der hohen Auflösung, aber vermutlich auch durch einen Verarbeitungsalgorithmus auf seiner Retina und im Gehirn, welcher in der Lage ist, kleine Bewegungen in einem großen Übersichtsbild gut darzustellen. Dazu habe ich hier ein paar Luftaufnahmen, mit denen ich demonstrieren kann, wie eine bioinspirierte Bewegungsdetektion langsame Bewegungen darstellt und vorhersagbar macht. Man kann den Kontrast der feinen Bewegungen auch in einem Summenbild darstellen, um die Pfade, auf denen sich Objekte bewegen, zu analysieren. In der Wissenschaft setzen wir diese Technik ein, um fast unsichtbare Blutkapillaren sichtbar zu machen. Die Anwendung ist vielfältig verwendbar, für Überwachungszwecke und zur Darstellung von Bewegungsprofilen. Ob Adler und Co. das so machen, ist ein neurophysiologisches Geheimnis. Wenn dich solche Bildverarbeitungsstrategien interessieren, dann komm doch vorbei in unserem Kurs Angewandte Bildgebung in der Biologie. Da lernst du, wie du mit deiner Handykamera so etwas machen kannst. Signalanalyse, ja, auch Bilder sind Signale, ist eine Kernkompetenz in den Lebenswissenschaften. Wie man damit sogar Tiere erkennt, die man nicht sieht, sondern nur leise hört, demonstriert dir das Video hier im Abspann.